Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörer, Zuschauer, mein Name ist Josef Wallock und heute Abend, ich bin Klarinettist, heute Abend, ich möchte ein kleines Solostück spielen zu Ihnen. Das erste Stück, ein Klassiker, Igor Strawinsky, Three Pieces for Solo Clarinet. Die erste ist ein prophetisches Stück. Der erste Satz ein Prophet, die zweite eine Taube und das dritte Stück ein Zigeuner tanzt. Dankeschön. Thank you.
Ein zweites Stück, Debussy Syrinx, Stück für Solo-Flaute. Aber jetzt, ich möchte spielen mit einer Solo-Klarinette. Ich bin ein Klarinettist. Und wenn die viele können das, die Syrinx war eine schöne Frau, eine mythologische Zeit. Und Faun, die Pan, ich möchte sie eine Liebe gemöchte, aber diese Frau ist möchte nicht. Und sie werden wie eine Silfrohr werden. Und das sehr, dieser Moment ist nicht so nicht gefällt für die Pan und deshalb hat gemacht eine große Luft gemacht und wenn sie hören, dass die Sildrohr im Wind musiziert, das ist die Syrinx. Später natürlich Pan hat gemacht eine Panflöte für diese Silfrohr. Aber warum ich spiele und nicht die Flöte ist, diese Flöte ist ein Stück. Wenn wir haben auch eine Blätterstück in Silf, in Silfrohr. Das ist ein anderes Name, hat der Arundodonax, dieser latinische Name. Aber ich glaube, das passt sehr gut für die Klarinette auch. Nächstes Stück, meine Komposition. Cartoons, Streichfilmmusik. Ich glaube, das ist ein sehr humoristisch, wenn wir können sehen, eine Trickfigur,
wenn wie geht und wie alles möglich, wie in dem normales Leben nicht möglich. Das ist ein Schreichen, das ist ein Machen und das ist ein bisschen zu witzig. Thank you.
ungefähr 2 Jahre früher, ich komponierte diese 2 Solostücke für Klarinette. Die erste ist Merlin. Die große Name für diese 2 Stück Magic Fantasy. Die erste Stück ist Merlin, wenn ich gerade gesagt. Merlin war die erste große Hokus Pokus, Chiribu Chiriba, ein Zaubermann. Aber wir haben nicht so alte, leider, wir haben die neue Zaubermann, die Drogdealer. Und deshalb die zweite Name ist, wie eine amerikanische Slang habe, die Candyman. Ich möchte das, die schöne Effekt gespielen und ich möchte komponierte das, weil ich möchte diese Atmosphäre gemacht. Was war die alte Zeit und was ist die neue Zeit? Die zweite, die Candyman, habe einen Untertitel. Respectfully, Leonard Bernstein, Composer of West Side Story. Diese meine eine für die bessere Stück, wenn ich sehr gefällt, für mich die Best Side Story. Und deshalb, es ist sehr gefällt und ich möchte ein bisschen eine kleine Hommage gemacht oder eine Reminiszenz. So, die erste ist Merlin.
Candyman. Thank you.
Hamburg. One, two, three. Endlich, ich möchte spielen zu Ihnen ein Stück von dem großen Jahrhundert für die Klarinette, das war die Swing und die Jazz. Das ist eine Improvisation und war 50, 60, 70 Jahre früher viele großes amerikanisches oder deutsche Big Band oder Tanzorchester Lieder einer Klarinettist. Artischo, Benny Goodman, Hugo Strasser oder ich kann sagen schon viele, viele, viele Namen zu Ihnen. Jetzt ich möchte eine Jazz-Improvisation machen für diese schöne Zeit. Dieser Name, wann ich werde improvisieren, Over, Somewhere Over the Rainbow.